Moin Trader und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte-Sektion der Formationstrader am Freitag, dem 2. Oktober 2015. Bevor wir gleich auf den DAX schauen, gestern hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, das war natürlich Wasser auf meine Mühle, hat mir geschrieben, ich weiß gar nicht warum, in letzter Zeit mache ich nur noch Verluste bei den DAX-Trades. Warum ist das eigentlich so? Nach meinem Dafürhalten ist die Antwort relativ einfach. Wenn man berufstätig ist und die kleinste Zeiteinheit, die man traden kann, wirklich traden kann, weil man ja nicht die ganze Zeit bei der Arbeit und im Privatleben auf den Chart schauen möchte, dann wirklich die kleinste tradebare Zeiteinheit ist der Stundenchart. Und das auch nur in ganz seltenen Fällen. Dann gab es in dieser gesamten Phase seit August, 24. August bis heute, also über einen Monat, nach meinem Dafürhalten gab es nur eine einzige Trading-Möglichkeit, das war hier, das hatten wir miteinander besprochen. Spekulativ Bruch der 10.070, konservativ Bruch der 9.930 mit dem Ziel, hier diese offene Lücke im Bereich von 9.600, 9.500 Punkten zu traden, zu schließen. Der DAX hat sogar einen draufgesetzt, hat eine Fortsetzung in Richtung 9.4 gemacht. Ansonsten, schauen Sie sich das an, also zum Beispiel seit dem 22. September haben wir hier, entschuldigen Sie den Terminus, Gezuppel mit riesigen Lücken. Das ist praktisch nicht zu traden für einen Kleinanleger. Das bedeutet, Sie müssen sich klar machen, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen den Fertigkeiten eines Traders. Bitte nicht verwechseln mit Fähigkeiten. Das wird in der deutschen Sprache immer verwechselt. Fähigkeit ist ein Talent, das bringe ich mit. Das ist immer schön, wenn man Talent hat, aber es kommt nicht auf das Talent an, sondern es kommt auf das Können an, was man sich angeeignet hat, und dafür muss man arbeiten, also Fertigkeiten. Fertigkeiten des Traders auf der einen Seite treffen auf die aktuelle Marktphase. Ist der Markt trendstark? Ist der formationsstark? Ist der Ausbruch stark, ja oder nein? Und das war dieser DAX nur einmal hier. Und ansonsten ist es eine sehr schwierige Marktphase. Und ein Trader mit einer guten Fertigkeit, der im Stundenchart tradet, wir sprechen jetzt nicht von 3 Minuten, 5 Minuten oder sonstigen kleineren Zeiteinheiten, der erkennt, schwierige Marktphase, halte ich mich zurück. In den einfachen Marktphasen machen die Trader das meiste Geld. Und dann gibt es so mitteleinfache, mittelschwierige Phasen, da kann ein versierter Trader Geld machen, kann Gewinne machen. Der nicht so versierte Trader mit wenig Fertigkeiten, der macht dann auch in solcher Phase Verluste. Rundum, schwierige Phasen macht der ungelernte Trader Verluste, mitteleinfache, mittelschwere Phasen macht er Verluste und macht meistens nur in den kurzen, sehr, sehr einfachen Phasen Gewinne. Und deswegen bitte A, sich klar machen, was für eine Marktphase, und B, bitte sich klar machen, was habe ich für eine Fertigkeit, bin ich in der Lage, das zu traden oder nicht. Wenn Sie Ihre Fertigkeiten verbessern wollen, das erlauben Sie mir noch Ihnen ganz kurz zu zeigen, gehen Sie gerne auf unsere Seite. Hier im Mentor-Programm, wenn Sie sagen, das, was der Esen Ashari erzählt, gefällt mir ganz gut, ich möchte gerne meine Fertigkeiten mit seiner Hilfe verbessern, lesen Sie sich das gerne durch zu unserem Mentor-Programm und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre Fertigkeiten verbessern wollen, unabhängig von Ihrem Talent. Der DAX zuppelt also hin und her. Und es ist also die Frage, macht der DAX hier gerade im Kleinen eine Fortsetzungsformation, Hauptbewegung, Nebenbewegung, Fortsetzung der Hauptbewegung, oder möchte er gerade hier an einer Doppelbodenformation, also einer Trendumkehrformation arbeiten? Genauso im Großen, Trend abwärts gerichtet, Hauptbewegung, Nebenbewegung, ist die Frage, gibt es eine Fortsetzung in Richtung des Trends? Das passiert in 70% der Fälle in Trendphasen, und wir haben über den Tageschart aktuell einen abwärts gerichteten Trend. Oder möchte der Markt zum Beispiel hier eine größere Doppelbodenformation bilden und nach oben laufen? Die Frage können wir aktuell nicht beantworten. Wir können aber Folgendes sagen. Je länger sich der Markt an der Unterstützung aufhält, desto gefährdeter ist er. Denn es sind immer mehr Kleinanleger, haben Zeit, diese potenzielle Unterstützung zu kaufen. Gleichzeitig sind weniger Professionelle bereit, den Markt zu kaufen. Retracement wird immer kleiner, Stops liegen drunter. Wenn er drunter fällt, kommen die Profis rein, shorten den. Die Kleinanleger werden ausgestoppt, und dann gibt es entsprechend eine nicht ganz so starke, gibt es entsprechend eine bärische Bewegung. Erste Aussage. Zweite Aussage. Gestern hatte ich Ihnen gesagt, Mensch, wir sind doch hier gerade Doppelboden über die Nackenlinie drüber gegangen. Es ist aber jetzt in der ersten Stunde
Und deswegen wäre der konservative Ansatz abzuwarten, dass wir hier über diese Widerstandszone, über die 9,8 gehen. Dann wäre das Ziel auch im Bereich der 200-Stunden-Linie, im Bereich der 20-Tage-Linie. Das war dann im Bereich der 10.000er-Marke. Ansonsten, wenn der Markt hier hinkommt und eine Trendumkehr bildet, dann nochmal das Potenzial hier ran und drüber zu gehen. Der hat keine Trendumkehr über die kleinere Zeiteinheit gebildet. Ich will mich aber dahinter nicht verstecken, denn so der Grundtenor war gestern eher, der hat Potenzial nach dem Schluss der Lücke Unterstützung zu finden, nach oben zu laufen. Hat er nicht gemacht. Dann war die zweite Bewegung, wenn er das nicht macht, dann macht er die Lücke zu. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt machen wir gerade eine Gegenbewegung. Insofern, weiß ich nicht, 30% hat die Aussage von gestern gepasst. Und nicht komplett. Jetzt warten wir noch 2, 3 Stunden, dann gibt es Arbeitsmarktzahlen. Die Arbeitsmarktzahlen haben selbstverständlich die Kraft, den Markt entweder hier drüber, über die 9,8 zu hieven. Dann wäre das Ziel die 200-Stunden-Linie und die 20-Tage-Linie. Oder dass wir hier unten drunter fallen. Bitte denken Sie dran, wenn die Zahlen kommen, gibt es zunächst einmal eine erhöhte Volatilität. Ein Bruch auf der einen oder anderen Seite kurzfristig wäre für mich nicht nachhaltig genug und nicht lang genug. Der müsste erst, was den DAX angeht, am Montag bestätigt werden, dass wir hier diesen Ausbruch tatsächlich geschafft haben oder nicht. Beim Tageschart fällt uns Folgendes auf. Diese 20-Tage-Linie kommt immer weiter runter und verstärkt diese Widerstandszone. Im Moment ist die Formation mehr bärisch. Das muss man wissen. Auch wenn wir hier über die 9,8 gehen, hat der Markt immer noch das Potenzial, unter diese Unterstützung drunter zu fallen. Wenn wir uns angucken, diese starke Rallye, die wir gemacht haben, vom Oktober 2014 mit dieser Bewegung nach oben und einmal ein Fibonacci-Retracement einzeichnen, dann fällt Folgendes auf. Wir sind deutlich unterhalb der 61,8% Retracement-Marke. Deswegen, wann immer die nächste bullische Bewegung kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kraft dafür reicht, dass wir ein neues Hoch machen, ist aktuell gering. Das bedeutet, selbst wenn die Bullen reinkommen, wird sich hier im optimalsten Falle für die Bullen eine neue, größere Formation bilden müssen, die dann bullisch aufgelöst wird. Stärke würde nochmal abverkauft werden, bevor es dann irgendwann mal eine Rallye gibt. Das muss man sich bitte ebenfalls klar machen. Wenn wir dann wiederum uns anschauen, jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Kürzel habe. Ja, CXPI ist der Versicherungssektor. Dann fällt mir Folgendes auf. Versicherungssektor, Oktober, bullische Bewegung, Obacht. Wir sind oberhalb der 61,8% Investmentmarke. Das ist eine relative Stärke. Großteil des Versicherungs Sektors wird durch die Allianz gebildet. Also gucken wir uns nochmal die Allianz an. Konservative Werte sind in schwierigen Zeiten gefragt. Zumal die Allianz auch von steigenden Zinsen profitieren würde. Da fällt Folgendes auf. Auch hier nochmal, jetzt habe ich es gerade entfernt. Oberhalb der 61,8%. Die 61,8% ist exakt im Bereich der 130. Okay, merken wir uns. Dann sieht das hier zumindest so aus wie eine Bullenflagge. Das ist noch viel zu früh, als jetzt diese Bullenflagge jetzt bullisch aufgelöst werden und Zakatumski laufen würde. Normalerweise braucht so eine Formation ein bisschen Zeit. In Ordnung. Also Stange, Flagge sehen wir. Was sehen wir noch? Wir sehen, wenn wir noch ein bisschen näher rangehen, aber auch Folgendes. Das zudem. Jetzt ist das Grün auf Grün, macht aber nichts. Die obere Linie ist noch nicht richtig valide. Gleichzeitig mögliche Bärenflagge. Dass die Stange, dass die Flagge hoch, tief, tieferes hoch, tieferes tief. Fortsetzung. Okay, 130 haben wir gesagt, ist die 61% Retracement-Marke. 130, was ist das für eine blaue Linie? Ah ja, Unterstützung, Unterstützung. Gucken wir uns das mal genauer an. Da kommt das her. Unterstützung, 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 Unterstützung. 130, ebenfalls eine Unterstützung. Können wir das auch im Wochenchart eigentlich abbilden? Jo, können wir. Und, guck mal, es gibt sogar noch eine horizontale Marke, so um die 130. Das heißt, die 130 ist eine erste wichtige Unterstützung. Wenn sie fällt, dann ist die nächste Unterstützung bei 123. Das ist die ganz flache Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Das heißt, zwischen 130, 125 gibt es bei Allianz Unterstützung.
Darauf muss man achten. Man muss sich im Klaren sein, wir sind hier im Kleinen eher in einer Bärenflagge. Oben der Flagge 145, 200-Tage-Linie, horizontale Widerstandszone mit Volumen verkauft, größerer Widerstand. Für den Fall, dass also dahin geht, kurzfristig, das hier interessant, 130 bis 125, eine übergeordnete Unterstützung. Eine Sache habe ich beim DAX vergessen und würde das gerne nochmal nachholen, wenn Sie erlauben. Zum Stundenchart. Der Markt ist ja hier tief, zwischenhoch, tief drüber gegangen und wieder reingefallen. Man muss zumindestens, und ich finde die Formation noch nicht sauber genug, hier auch Folgendes verdächtigen. Obacht, Obacht. Vielleicht behandelt der Markt das hier ebenfalls wie eine Art Bärenflagge. Also, das ist die Stange, das ist die Flagge. Allerdings, nach meinem Dafürhalten, die Unterstützung bei 9.330 wichtiger und stärker einzuschätzen als diese Trendlinie. Mir macht nur ein bisschen Sorgen dieser sogenannte Fehlausbruch. Wir gehen drüber und tauchen wieder unten drunter ab. Es wäre wichtig, wenn wir denn in Richtung 10.000 wollen, dass wir dann auch es schaffen, hier diese 9.800 aus dem Weg zu nehmen. Palladium ist im Moment so der stärkste unter den Edelmetallen. Da haben wir miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier eine horizontale Widerstandszone im Bereich von 630 hat und wenn er bullisch aufgelöst wird, dass er dann eine Fortsetzung machen könnte. Dann machen wir die Fortsetzung und wir hatten gesagt, das Ziel wäre hier im Bereich 700 bis 720 mit dieser alten Trendbegrenzenden drüber gegangen, Trendunterstützenden, die dann mit Zakatumski wieder bärisch aufgelöst worden ist und wie gesagt 200-Tage-Linie. Wir haben dann, nachdem wir diesen Ausbruch gemacht haben, hier nochmal eine bullische Wimpelformation gebildet. Stange, Dreieck, es ist immer wieder das Gleiche, was der Markt macht. Bullische Bewegung, Konsolidierung, bullisch aufgelöst worden. Wir kommen der Zielzone näher. Das ist eine Marke, wo man nach meinem Dafürhalten, wenn man eine Position hat, ich habe es leider nicht getradet, hier sein Stop-Loss enger anpassen kann und gucken kann. Schafft Palladium eine Fortsetzung oder nicht? Oder zumindest über einen Teilgewinn denken kann, um zu schauen, ob Palladium eine Fortsetzung macht. Es kommen größere Widerstände auf Palladium kurzfristig zu. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Montag sind wir wieder für Sie da mit neuen Ausgaben zu den Einzelwerten, zu den Rohstoffen. Nächste Woche, Mitte der Woche, können wir dann wieder, wie Sie es gewohnt sind, Rohstofftagesausgabe, Einzelwerteausgabe voneinander gesondert machen. Ab Montag ist dann auch wieder abends Tom für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Forexes und am Wochenende wird Ihnen Silvio die neue Ausgabe zum S&P 500 zur Verfügung stellen. Mein Name ist Hamedes Nashari und selbstverständlich wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen.